Das ist schon sehr verdächtig hier. Zack, now this is interesting. It looks like a tree that you could find anywhere. Yet, it's also unlike any other, completely alien. And look how it's weaved its way into the landscape. Almost like cancer cells invading a human body. You might not even notice it unless you're focused on finding it. And this feeling. As I gaze upon this tree, I can feel evil emotions rising out from within me. Why on earth did that southern general bring this tree into this town? I promise to protect you from all the evil in our world. Do not touch this tree. Got that, Patty? Got it, Agent York. Okay. We successfully spoke with the 17 comrades. I feel like they showed us a side of nature that transcends the realms of human knowledge. Next up is the Holy Allah. According to the Oracle, the Holy Allah needs to be filled. We may be due for another childish puzzle soon, Zack, but that's okay. After all, we came all the way out here to the boondocks. Why not enjoy playing by their rules for a bit? Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're in your home? I watch TV and look up stuff on the internet, I guess. Ain't much else to do when you're out in the middle of nowhere. Really? For some reason, I envisioned you working hard to take care of all the chores. Moment, ich darf nicht mal Sachen aufheben, sonst breche ich Dialoge ab. Ich darf nicht mal Loot aufheben. Ah, Spiel. What else have you seen on that sci-fi movie channel? Agent York, why are you asking me that? Discussing movies is one of the most basic forms of communication in our country. What time period? Das kennen wir schon. Ich will nur schauen, weil hier kommen wir so schnell nicht mehr her wahrscheinlich. Ob hier irgendwas Interessantes zu looten noch ist vielleicht. Na? So you clearly love TV shows. What about movies? Movies? We don't even have a movie theater around here. So I can only watch what I manage to catch on TV. Like what? For some reason, the only movie channel we get at home is the sci-fi one. So I just watch a lot of sci-fi. Like what? What's the last one you saw? The one was ja, verdammt. Stimmt. Ich darf ja nichts aufheben. Ich habe nur immer die leise Hoffnung, dass wir vielleicht Thymian finden würden. Für die Quest. Das ultimative Supergericht. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zack, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland, with small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago, and L.A. are all microscopic. Sometimes they even feel like figments of my imagination. Think back to what Las Vegas looked like when we were driving up I-15. It was a mirage. But TV and movies dress up those mirages and broadcast them to people all around the world. Meanwhile, im Questbuch. Danny würde ich echt gern seinen Ring zurückbringen. Das fände ich sehr interessant. Aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wo der so den ganzen Tag ist. Keine Ahnung. Ich habe den zufällig mal irgendwann vorm Hotel getroffen. Keine Ahnung. Den Big Five. Den Wurf beim Kegeln. Ja, genau. Hm. Alle Cocktails trinken.
Schüttelfrost bekommen. 5 Perlen sammeln. Die Alben sammeln. Das sind aktuell unsere Quests. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zur Bar, würde ich sagen, für heute. Und trinken einen Cocktail oder zwei. Ganz andere Seite. Dann geht's. Los geht's. Die Autos. Es ist mir schon so oft aufgefallen. Es ist so geil. Ab und zu fahren Autos durch die Stadt. Ganz selten, aber ab und zu. Und die fahren dann auch ständig gegen irgendwelche Straßenlaternen oder Bäume oder einfach voll in die Parks oder ins Wasser. Die sind einfach voll kaputt, die Autos. Und ich find's super cool. Super witzig. So. Wir waren doch gerade... Genau, die UFOs wollte ich runterschießen. Ja, ist doch ein bisschen weit weg. Das ist schon ziemlich hart zu treffen da oben, das Gold-UFO, oder? Näher kommen wir nämlich nicht ran. Ah, ich benutze auch die falsche Pistole. Wartet mal. Ja, jetzt muss er schnell nachladen in Zeitlupe. Genauigkeitspistole. Ah ja, na guck. Und schon funktioniert das. Und trotzdem kriegt man nur Eichhörnchenfell. Es ist einfach dieses, es ist komisch. Man sollte meinen, man kriegt besseren Loot für schwierigere UFOs, oder? Aber irgendwie ist das, glaube ich, nicht so. Naja, whatever. Hey Zack. Oh, nothing. Just felt like saying that. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges. Wow, wir waren beinahe voll überfahren worden. Cool. Das ist schon echt gut. Die ist jetzt schon sehr genau. Dabei hat die nur Genauigkeit plus 4. Oh, das klingt eh nicht schlecht, aber könnte anscheinend noch viel besser sein. Krass. Aber wo ist es hingefallen? Hier hinter uns irgendwo, oder? Hier sollte es angeblich liegen. Aber wie gesagt, ich glaube, manchmal fallen die irgendwie durch den Boden oder so, weil laut Map ist das X hier irgendwo, aber hier ist nichts. Tja, was sagst du dazu? Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? I watch TV and look up stuff on the internet, I guess. Ain't much else to do when you're out in the middle of nowhere. Really? For some reason, I envisioned you working hard to take care of all the chores around the house. Well, of course I do stuff like that, too. But doesn't everyone? Why bother talking about it? Other kids your age don't help out their parents. They're too busy talking with their friends on the phone or through emails. That's stupid. They just don't care. Die Autos sind einfach, die interessiert's einfach überhaupt nicht. Hey, Zack. No, nothing. Just felt like saying that. So, es ist aber noch nicht spät genug. Wir müssen erst ein bisschen rauchen. Sollten wir eh gleich wieder länger warten, damit auch wirklich die Band aufgehört hat zu spielen und wir wirklich bestellen können. Ich habe heute eigentlich sonst nichts vor. Ein Sumpf hätten wir gehen können. Hm, das stimmt. Aber das läuft uns ja nicht davon.
Ich meine, man kriegt ein Achievement dafür, wenn man insgesamt 360 Tage, Spieltage verbracht hat in der Stadt. Insofern schadet es nicht, wenn wir mal ein paar Tage ein bisschen weniger machen und die großteils skippen. Ah, die hat nicht mal bis 10 gehalten, die Zigarette. Na dann, die Band ist, glaube ich, noch drin, ne? Dann schlagen wir noch schnell Zeit tot bis 10 wenigstens. Kämpft gegen ein paar wilde Hunde, die hier mitten in der Stadt sind und Babys fressen wahrscheinlich. Behaupte ich. Aber nicht vergessen, das sind nur Betäubungsgeschosse. Ich tue dem nichts. Das macht das Spiel in seinen Cutscenes ganz deutlich. Auch wenn man dann Hundefell plündert. Ich weiß, das ist komisch. Aber das Spiel sagt einem ganz eindeutig, dass das Gummigeschosse sind, die niemanden töten. Nur zur Abwehr von wilden Hunden und Alligatoren. Na gut, jetzt macht er eh schon gleich. Also jetzt ist es eh gleich 10. Was ist denn da hinten für ein Ausrufezeichen? Ach so, das ist eine Skate-Prüfung. Interessant, die kann ich jetzt anscheinend wählen. Das ging vorher nicht. Aber gut, jetzt schauen wir mal, ob 10 die Band immer noch spielt. Irgendwie glaube ich schon, oder sonst würden die Bar verlassen. Vielleicht wird am Samstag gar nicht gespielt. Er hat gesagt am Wochenende, aber zwar schon am Freitag Band. Weiß man nicht, ob jetzt wieder Band ist. Band, 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 Band. Ah, die sitzen am Tresen. Kann ich vielleicht sogar mit denen sinnvolle Gespräche führen? Pitiful beyond words. An ominous wind blows today. Pitiful. Ja, es ist der Priester. Wie kommst du mit deinen Ermittlungen voran, mein Sohn? Oder bist du wegen der Musik hergekommen? Wie? Die Aufführung war fantastisch? Deine Worte beschämen mich. Ich bin ein Diener des Herrn. Klavierspielen ist für mich nichts anderes als eine andere Form des Gebets. Meine Hingabe für den Herrn ist es, die meine Finger bewegt. Geruchsbelästigung. Yes. Oh, you're still here, Agent York? Wir haben es geschafft. Wir stinken so sehr, dass uns alle hassen. Hey, Agent York, du bist wirklich gekommen, um uns zuzusehen? Und wie hat es dir gefallen? Jazz ist die Mutter aller Musik. Wie ein instinktiver Schrei der Seele. Verstehst du, was ich meine? Ich habe mal eine Doku gesehen. Da haben so Hirnforscher irgendwie Jazzmusiker gemessen im Vergleich zu anderen Musikern. Und beim Jazz ist anscheinend das Sprachareal viel aktiver als bei Musikern, die andere Musik spielen. Also Jazz funktioniert anscheinend neuronal ein bisschen anders wie zum Beispiel jetzt klassische Musik oder Rock. Even I can feel it. You almost got this sucker solved, ain't you? Willkommen an Bord, Kleiner. Heute geht's bereits zum dritten Geheimtipp. Wir sind hier in der Kneipe. Du stehst jetzt gerade auf deinem Hocker. Was stimmt da nicht? Du kannst dich dem Charme des Wyvern wohl einfach nicht entziehen, was? Na dann, will ich dich nicht enttäuschen. Los geht's. Ach so, die haben jetzt die Quest gegeben. Na guck, hat's doch was gebracht, dass wir mit dir geredet haben. Geheimtipp 4 freigeschaltet. Today the town feels kinda weird. Mein Samstagscocktail ist ein Sesserac. Ah, das ist doch dieser Stein aus Avengers, ne? Ja. Der Sesserac. Wirklich? Ein Sesserac? Großartig, Xavier. Das ist mal ein Drink, der wirklich zu Louisiana passt. Pisch, Pischöts, Bitters.
und Cesarec Grey Whiskey. Die Zutaten sind für sich schon echte Louisiana-Originale. Trink ihn mit Andacht. Ja, willkommen zurück. In diesem Cocktail steckt der Duft und die Bitternis des Südens. Genauso wie seine Süße und Leidenschaft. Erst wenn du den getrunken hast, weißt du, was wir hier im Süden unter einem Kater verstehen. Stimmt doch, oder? Ach so, genau. Yeah. Ich verstehe nicht, warum sie dieses Yeah mit Stimmt doch, oder? Übersetzt haben. Die deutsche Übersetzung ist schon sehr komisch. Unten. Zack, jetzt können wir uns endlich mal einen klassischen südlichen Drink genehmigen. Das ist ein Cocktail, der in New Orleans schon seit den 1830ern getrunken wird. Ist das nicht großartig? Der Cesarec gilt als der älteste moderne Cocktail überhaupt. Bist du nicht auch gespannt drauf? Na dann, kippen wir uns dieses flüssige Urgestein Louisiana hinter die Binde. Okay, cool. Wir sind leicht beschwipst, aber alles noch in Grenzen. Und sonst ist auch alles gut. Dann fahren wir jetzt, glaube ich, direkt ins Hotel. Oder soll ich mal schauen, ob die Sumpfrally noch... Nee, ich glaube, die ist schon lang. Die ist schon lang geschlossen. Ich meine, dieses Yeah zu übersetzen ist echt schwierig, weil wie soll man das im Deutschen wirklich machen? Aber warum übersetzt man es überhaupt? Ist Yeah wirklich was, das man übersetzen muss? Steht es nicht mittlerweile im Duden? Sollte es, weil Yeah ist wirklich sowas von eingedeutscht. Aber okay. Wieso hast du so viele Fliegen im Schlepptau? Weil wir schon ewig lang nicht mehr geduscht haben und unseren Anzug. Ne, unseren Anzug haben wir erst gewechselt, aber geduscht haben wir schon ewig nicht mehr. Und jetzt stinkt unser Charakter einfach ganz schrecklich. Das mache ich vor allem deswegen, weil es hier ein Achievement dafür gibt, wenn man möglichst viele Leute geruchsbelästigt. Und da ich die Stempel gerne alle kriegen würde, auch wenn es sehr schwer wird, würde ich gern stinken. Ganz recht. Leider gibt es hier so viele, dass ich nicht mal weiß, wo ich nachschauen kann, wie viel wir schon haben und wie viele noch nicht. Aber gut. Wie viel gibt es denn da? Ich muss mal schauen. Hier, 400. 400 Achievements. Na dann. 13 Tage sind wir schon hier in der Stadt. Leute mit seinem Geruch belästigen, ganz genau. Ist schon ein cooler Stempel, oder? Das ist so ein FBI, so eine FBI-Checkliste. Ich muss mal schauen, weil unser Bart ist irgendwie noch nicht gewachsen. Habe ich etwa versehentlich doch noch den Anti-Bartwuchs-Dingens ausgerüstet? Das wollte ich nämlich eigentlich nicht. Den wollte ich schon lange abgerüstet haben. Damit unser Bart wieder sprießt. Weil auch dafür gibt es ein Achievement. Dass man so und so oft einen Vollbart auf maximaler Länge hat stehen lassen und den auch so und so oft wieder abrasiert. Das heißt, wir sollten den jetzt im weiteren Spielverlauf immer wieder sprießen lassen und dann wieder abrasieren. Und dann wieder sprießen lassen und dann wieder abrasieren. Ich finde das so witzig, weil ich kannte früher einen älteren Herrn, der hat nach jedem Satz immer yep
gesagt. Und an den muss ich immer denken, wenn der yeah sagt nach seinen Sätzen. Yep. Und dann bin ich darüber gegangen. Yep. Der war lustig. Genau. Yeah. So, schlafen wir mal bis 10 oder so. Jetzt muss ich wirklich mal schauen, weil irgendwas stimmt da nicht mit unserem Bad. Nein, hier, ich habe wirklich noch die Anti-Bart-Puppe ausgerüstet. Das geht doch nicht. Konzentration, Gifttoleranz, Immunsystem. Will ich auch nicht. Konzentration plus ist gut. Aber auch, ich will auch kein besseres Immunsystem haben. Weil ich will Schüttelfrost eigentlich. Ich glaube, da müssen wir nachts mal ganz lang draußen bleiben für ordentlichen Schüttelfrost. Damit wir das beim Arzt kurieren können. Das ist ja eigentlich unsere Quest. Weil ich glaube, bis jetzt sind wir nur erkältet. Und nicht schüttelgefrostet. Erstmal essen. That's what I'm talking about. You can't get so make. Ja, ja, ist schon gut. Erstmal wieder die allmorgendliche Meeresfrüchteplatte essen. Immer eine gute Idee. Thanks, Mister. Next time you get a hankering for old. Ja, er sticht ins Auge, der Altar, dieser komische Totem-Altar-Dingens da. Hat was. So. Sonntag. Ich weiß gar nicht, was wir heute jetzt machen eigentlich. Das Lokal hat zu. Wir könnten noch Fotos abklappern vielleicht. Weil jetzt noch eine Hauptquest anfangen für eine halbe Stunde. Könnten wir auch zum Wasserturm, oder? Könnten wir theoretisch schon. Gehen wir zum Wasserturm. Wird schon nicht so lange sein, hoffentlich. Ich werde müde. Bin heute auch schon lange wach. Bin schon seit, weiß ich nicht genau, frühmorgens sitze ich schon hier und mache Videos. Ich glaube, ich habe um kurz vor 8 habe ich angefangen, Videos zu machen. Aber wie lange ich genau wach bin, weiß ich nicht. Ach, guck mal, die Leute laufen vor mir weg, weil ich so stinke. Okay. Ist das bescheuert. So, auf zum Wasserturm. Machen wir das heute noch. Was gegen müde sein hilft, schlafen. Aber sag's nicht weiter. Oh nein, jetzt habe ich es verraten. Damn it. Ich werde jetzt dann auch schlafen. Wie ein Baby. Ich weiß gar nicht, warum er das sagt. Haben Babys nicht einen sehr leichten Schlaf und sind quengelig und... Ich werde schlafen wie... ein gesunder Mensch im besten Alter. Ich glaube, das Schlafen... Ich wollte gerade sagen, wie ein aber auch im Alter. Wie ein Rentner, wollte ich sagen. Aber auch im hohen Alter kann man wahrscheinlich nicht mehr so gut schlafen. Viele zumindest. Wegen irgendwelchen Gebrechen und so. Ich glaube so, ne? 20 bis 60 kann man wahrscheinlich am besten schlafen. Also werde ich schlafen wie ein gesunder 20- bis 60-Jähriger. So, this is our town.
Looking down on it from here, it's hard to imagine any bad stuff ever happened at all. Listen carefully, Patricia. You just leave Melvin to me. I promise I'll take care of things. You're grown up. You're more of an adult than anyone else in this town, I guarantee it. But that doesn't mean you have to suffer through everything without ever saying a word about it. Just remember that, okay? Nanu. Eichhörnchen. Die Eichhörnchen stecken mit dem Dalmatiner unter like einer the Decke. Holy Allah hasn't been sucking up water properly. No wonder the shower in our hotel room felt so weak. Was? Patty, who manages this water tower? This is Lucare. You should know the answer to that by now. The Clarksons. Judging from their current situation, I don't think they'll be able to give us a timely response. Yeah. Do you know where the water comes from? Probably Isaac Lake. That settles it. Let's fill the Holy Allah and solve this problem ourselves. I knew you were gonna say that, Agent York. Die Landsquid Birdrider Sister hat mir gerade geschrieben, dass... Also die hat mir schon öfter geschrieben, dass sehr viele Charaktere aus Deadly Premonition 2 auch in Fire Emblem Charaktere gesprochen haben. Also Synchronsprecher. Also die gleichen Synchronsprecher. Wie bei Rick and Morty. Da lernt man auch schon, dass man Eichhörnchen nicht trauen kann. Ja, ganz genau. Und die Patricia ist die Sothis aus Fire Emblem. Dass du das überhaupt hörst, raushörst. Aber ich glaub dir. Ja, okay, machen wir noch weiter. Oder das ist jetzt... am Lake Isaac, den Grund für die Zerstörung des Wassertanks. Isaac hieß im ersten Teil einer von den beiden Kindern. Die die erste Leiche finden. Na dann, machen wir. Ich werde im Grunde müsste man wahrscheinlich sagen, ich habe geschlafen wie ein gesunder 20 bis, oder von mir aus auch 16 oder keine Ahnung, bis, sagen wir 20 bis 60-Jähriger in einem wohltemperierten Zimmer, ohne psychischen Druck oder Belastung irgendeiner Art, wohlgenährt, mit geleerter Blase. Und gibt es noch irgendwie wichtige Faktoren ohne Störgeräusche? Das müsste man sagen, glaube ich, am besten. Wenn man wirklich ausdrücken will, dass man tief und lang und erholsam schläft. Ist halt ein bisschen lang, aber... Hey Zach, mein, no nothing. Just felt like saying. Will ja auch korrekt sein. Der Schatten ist Lava. Hey Zach, no nothing. Just felt like saying that. Oh, den Sprung schaffen wir nicht mehr. Nein! Da war jetzt, glaube ich, auch gerade dieser Slowdown verantwortlich. Wenn es irgendwie nur drei Frames pro Sekunde gibt, ist das schwer, die zu treffen. Why do you think the Clarksons chose a dragonfly for their family crest? In some European countries, dragonflies are called devil's needles. And folklore suggests that they fly around, sewing up the mouths of children who don't do as they're told. In Japan, some samurai helmets are also shaped like dragonflies. There, dragonflies are seen as... Habt ihr das mal gehört? Weil er sagt, in einigen europäischen Ländern nähen Libellen der Legende nach unartigen Kindern den Mund zu. Ich lebe zufällig in einem europäischen Land und habe das noch nie gehört. Das klingt nach Osteuropa, oder? Nee, Quatsch, ich habe keine Ahnung. Kennt ihr das irgendwo her? Habt ihr das schon mal gehört?
Ich nicht.